Pipipopo. Hallo, ich bin Dima und leb mit meiner Mom. Sie will, dass ich ständig putze, doch sie kann mich mal am Arsch. Ich bin Mama Dima, mein Sohn ist ein Idiot. Wenn er heute nicht putzt, schlage ich ihn einfach tot. Nur mal ganz kurz. Wenn ich keine FFP2-Maske habe, weil ich kein Geld habe und dann eine Strafe zahlen muss, weil ich keine FFP2-Maske habe, die ich aber nicht bezahlen kann, weil ich kein Geld habe, muss ich dann ins Gefängnis, weil ich keine FFP2-Maske habe oder kein Geld? Ja, heute machen wir... Nein, wisst ihr was? Scheiß auf das Intro! Darf der Käfen bei mir spielen? Genau, genau um dich geht es! Du hast mein scheiß Leben ruiniert! Seit ungefähr einer Woche tauchst du in jedem Video von mir auf und fragst mich, ob der scheiß Käfen bei dir spielen kommen darf. Obwohl ich dich nicht mal kenne! Wer bist du? Was machst du hier? Wer ist Käfen und wieso fragst du mich, ob Käfen bei dir spielen darf? Was hab ich damit zu tun? Leute, wisst ihr was? Jetzt fragt ihr euch bestimmt, wieso regst du dich so auf, wenn eine Katze ein paar Mal fragt, ob Käfen spielen kommen darf? Ja, 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 da habt ihr recht. Ein paar Mal. Vor einer Woche war es auch noch ein paar Mal. Das würde mich relativ wenig jucken. Aber seit gestern ist die Sache so komplett eskaliert. Meine YouTube-Kommentare. Darf der Käfen bei mir spielen kommen? 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 Meine Instagram-Privatnachrichten. Darf Käfen bei mir spielen kommen, bitte? Das ist so schön. Nein. Spielen. Ja, los. Melde dich am Empfang an. Okay, ich glaube, dass das hier der Empfang ist. Momaise! Hallo, was kann ich für Sie tun? Ich möchte zu Herrn Becker. Ich öffne Ihnen die Tür. Mhm. Zum Chef geht es die Treppe rauf und dann links. Okay, sehr gut. Er öffnet mir die Tür, das heißt, wir gehen hoch und... einfach mal von der Tür erschlagen werden. Hier vorne ist auf jeden Fall Roland Becker, da gehen wir einfach mal rein. Moin! Ah, Sie sind also Herr Schmidt. Richtig. Genau so ist es. Freut mich sehr. Ja. Sie sind 10 Minuten zu spät. Nö, Zeitverschiebung? Erledigen Sie Ihre Aufgaben korrekt und spielen Sie nicht den Helden. Mach ich nicht. Dann werden wir beide keine Probleme bekommen. Schön. Okay? Ja. Verstanden, Herr. Verstanden. Und nun, willkommen in der Truppe.